Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Du findest die im Video verwendeten Bulk-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsbeläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsbeläge herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langloks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubenzieher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du ihn so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 13 mm Einsatz die beiden Schrauben an der Gewindestange. Du kannst nun die Halterung entfernen und sie auf eine der Windungen der Tragfeder legen. Entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Wechsle die Geräuschdämpfer, wenn du dies möchtest. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen. Das erleichtert den Wiedereinbau. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Schiebe die neuen Bremsbeläge in den Bremsträger. Du kannst nun den Bremssattel wieder richtig einlegen und die untere Schraube an die Gewindestange schrauben. Vergiss nicht, die neue mitgelieferte Schraube zu verwenden, die mit Schraubensicherungsmittel vorbehandelt worden ist. Schraube zum Schluss die obere Schraube wieder an der Gewindestange fest. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Bitte unterstütze uns, like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.